Mir scheint, wir haben uns als würdig erwiesen. Labyrinthias edler Schreiber wartet dort drin auf uns. Der Gründer dieser Stadt. Der Founder. Hast du nicht heute auch was gefoundet? Ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, meine Kamera. Genau, die hast du gefoundet. Also, gefunden. Was er wohl zu erzählen beabsichtigt. Er erzählt nicht, er schreibt, sonst wäre er Erzähler. Alles in Ordnung, Luke. Ich könnte mir vorstellen, dass du ein wenig nervös bist. Wer ich? Naja, ehrlich gesagt, ein bisschen vielleicht doch. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Professor. Ich kriege das hin. Gehen wir, treffen wir den Schöpfer. Also gut, nimm deinen Mut zusammen. Wir gehen hinein. Wir gehen rein! Los, 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 los! Breach the door! Und so betreten unsere Gäste die Bühne. Herzlich willkommen in Labyrinthia, der Stadt, die von Geschichten beherrscht wird. Ich kenne die Stimme. Ich weiß, du konntest es gerade nicht hören, aber... Ich habe euch bereits erwartet, Herschel Layton. Oh, wer ist das? Wer ist das? Ich würde es dir am liebsten schicken und du müsstest überlegen, wer könnte das sein? Kennst du sie aus Layton oder von woanders? Ich kenne die Stimme aus von woanders. Und die ist auch ein bisschen verstellt, also... Müsste ich jetzt hören? Keine Ahnung. Also, ja... Oh, meine Haare. Ich mach mal kurz TeamViewer an. Bitte? Ich mach mal kurz TeamViewer an, damit du dir das mal geben kannst. Dann wirst du mich vielleicht mal doppelt hören, kurzzeitig, wenn ich reden sollte. Das werde ich überlegen, ich bräuchte dann dein... Ja, Du weißt schon. Ich könnte ja mal so nett sein hier. Na, ist das nicht eh mal ein neues Passwort? Ja. Okay. Warte. Hast du es schon gehabt? Ich kann es nochmal einblenden. Nee, passt. Okay. Aua. So, dann wollen wir das Ganze jetzt auch noch einstellen. Passt. Hörst du's? Mhm. Okay. Upsa. Entschuldigung. Wo war denn jetzt, Ach, hier ist das Fenster irgendwo dabei. Nee, das ist das Falsche. So. Okay. Ich nehme an, ich sollte sagen, es ist mir eine... Das ist doch der gleiche wie bei Layton. Es war mir klar, dass das kommt. Das ist ja auch jetzt Layton, aber warte mal. Werter Herr Schöpfer. Ihr seid der Gründer von Labyrinthia. Warte kurz. Ich mach mal bei mir den Sound generell lauter, dass ich es besser hören kann. Okay. Jetzt. Ich habe euch herberufen. Weiter? Um von euch zu erfahren, warum ihr hier seid. Ist das nicht der von George Clooney? Ja, ich glaube der... Meinst du, dass der auch George Clooney? Könnte sein, wenn er die Stimme verstellt. Bin mir aber nicht sicher. Oh Gott, ist das Echo kacke. So eine Sekunde Zeit versetzt auch noch. Ich höre das auch, das Echo. Dreifach sogar. Sag mal, wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Nein, also... Wieselmeister. Nein, du sollst den Satz sagen. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Mist, da kommt noch das W mit durch. Das ist so ein Echo-Satz. Dann muss ich es langsamer sagen. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Nee. Bei dem Echo geht leider kein Buchstabe verloren. Schade. Schade. Schade, Ade.
Ja, vielleicht doch manchmal. Keine Ahnung. Okay. Mach mal weiter. Ja. Warum ich hier bin? Das hat er aber schnell gesagt. Was meint ihr denn damit? Ist der auch noch mal lauter bei mir? Indem ich die Geschichte verfasse, stelle ich alles bereit und nehme wiederum alles. Es kann gut sein, dass er das ist. Aber ich denke da jetzt nicht an George Clooney. Ich denke da noch an jemand anders. Irgendwie aus Anime oder irgendwas. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Warte mal. Machen. Das ist ja jetzt gemein, du googelst das. Na naja, gut, ich würde dann mal Teamviewer erstmal wieder. Okay. Ja, bitte. Du hast eine Idee von der Stimme. Genau. Okay, so. Und ich will einfach nur bestätigen, ob es so ist. Aber sag noch nichts. Ich versuch's dann noch rauszukriegen. So, ich lass mal weiterlaufen. Ich gebe jedem eine Geschichte und webe sämtliche Schicksalsfäden. Oh, es ist, als läge es mir auf der Zunge, aber. Na. Es scheint, dass Eindringlinge einen Weg in die Geschichte gefunden zu haben. Ich weiß nicht, mein erster Gedanke war ja der gleiche Synchronsprecher wie der Vater von Shin-Chan, Harry. Oh, das kann auch sein. Stimmt. Aber das wäre dann ziemlich verstellt. Aber trotzdem, ich meine, ich habe den auch noch woanders schon gehört. Und zwar ihr. Ich komme da echt nicht hinter. Vicky hat keine Antwort. Ihr meint also, meine Anwesenheit hier war nicht in der Geschichte vorgesehen? Präzise. Oder vielleicht aus irgendwelchen Spielen? Also ich weiß, ich habe die Stimme schon öfter gehört. Oh, das wurmt mich, ehrlich gesagt. Aber na gut, davon sollte... Wie heißt denn der Schöpfer, ne? Schöpfer, Hast du eine Voice-Acting-List gefunden? Nee, ich bin auf dem Layton-Wiki. Ah. Daher muss ich nun genau von euch hören, wie ihr... So, den Namen habe ich, der sagt mir jetzt natürlich nichts. Das ist definitiv der. Das ist definitiv auf jeden Fall der Synchronsprecher von Shin-Chans Vater. Lustig, wenn man es so hört, ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich den irgendwo anders schon mal noch hatte. Klar, also auf jeden Fall weiß ich, der gleiche Typ hat auch in dem Kirby-Anime oder was das da ist, mitgesprochen. Den es zum Beispiel auch auf der Wii gibt. Detlef Bierstedt ist ein deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Und jetzt erzähl mal, was der so alles gesprochen hat. Jonathan Frakes, John C. Reilly, Bill Pullman oder George Clooney. Jonathan Frakes, ich wusste, ich habe irgendwo auch mal diese Stimme gehört. Oh, aber ja. Okay, er hat George Clooney gesprochen, ja, gut. Dann hattest du auf jeden Fall recht, aber Jonathan Frakes, das war's, was mir die ganze Zeit so auf der Zunge lag. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ja. Oder vielleicht habe ich das, ja. Nee, weil ja, X-Faktor, wenn ich das jetzt so höre, dann... Ja, ja. Ja. Ist es wahr oder erfunden? Was meinen Sie? Ihr Jonathan Frakes. Ach ja. Er hat sogar eine eigene Homepage. Oh. Was? Jonathan Frakes? Nein, George Clooney. Ach, der Bierstedt. Ja. Aber jetzt bin ich Lustiger. Mir nicht mehr. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob der wirklich den Harry da gesprochen hat. Aber er schreibt auf seiner eigenen Seite, er ist auch unter anderem die Synchronstimme von Jonathan Flakes. Echt? Steht hier. Cool.
Oh, weißt du, ich esse ja auch gern Jonathan Flakes mit Milch zum Frühstück. Warte mal, jetzt suche ich mal noch. Er hat hier so eine komplette Synchronliste. Auch bei Shin-Chan. Shin ist nicht dabei. Nohara? Also Harry Chan. Nohara. Gut, also ein paar Animes sind wohl dabei, aber... Achso. Aber Shin-Chan finde ich nicht. Shin nicht, Chan nicht und Nohara auch nicht. Na gut. Ich finde Appleseed zum Beispiel, da scheint ja jemand nicht so... Aber... Naja, gut, wir haben es auf jeden Fall. Ich werde dann auch noch mal ein bisschen recherchieren. Ich glaube aber das mit dem Vater von Shin-Chan, das war eher so ein... war daneben von mir gehauen jetzt, so im Nachhinein. Weil ich glaube nicht, dass der gleiche Typ, der Jonathan Frakes spricht, auch diese Stimme gemacht hat. Man weiß es nicht, ich meine... Er spricht ja immerhin auch den Schöpfer bei Professor... Ja, gut. Warum nicht auch den Vater von Shin-Chan, ne? Ja, ne? Nee, aber ich glaube, das war eine andere Stimme. Da habe ich mich verhört. Das ist traurig. Was ich noch schnell machen kann, ist einfach zu googeln, wer denn den Vater von Shin-Chan spricht. Ja, das mach mal. Ich lass so lange weiterlaufen. Ich fühle mich zu der Annahme verleitet, dass ihr der Autor seid. Das könnt ihr gewiss nicht leugnen. Wie es scheint, habe ich sie gefunden. Die Quelle der Verfälschung meiner Geschichte. Das ist definitiv Jonathan Frakes. Aber gut, so weit waren wir schon. Also, der Vater von Shin-Chan hatte offensichtlich schon zwei verschiedene Sprecher. Ah, und keiner von denen war es. Keiner von denen, ne? Ja. Also hier steht erste, zweite und dritte Stimme. Also erste und dritte ist einer und zweite, ich weiß nicht, was das genau bedeutet, aber es ist jedenfalls nicht der. Okay. So, jetzt bin ich auch wieder dabei. Was ist storymäßig passiert in den letzten 30 Minuten, die ich jetzt vergottet habe? Du hast gerade jemandem reingesprochen. Nein, was da so passiert ist, tja, die reden darüber, dass Layton und Luke ja an sich eher unfreiwillig in die Welt Labyrinthia da gekommen sind und der Schöpfer meint jetzt, dass sie seine Geschichte verfälschen würden. Okay, gut. Dann weiter. Noch ein weiterer Herr versuchte, den Lauf meiner Geschichte zu stören. Jetzt kriege ich Jonathan Frakes nicht mehr aus dem Kopf. Gut, dass ich es nicht höre. Ihr meint, Will Craig? Aber schade. Gab es tatsächlich eine Verbindung zwischen ihm und euch beiden? Ups! Eure Anwesenheit hier, wie soll ich sagen, kommt ein wenig ungelegen. Der Geschichte Labyrinthias steht das große Finale kurz bevor. Das große Finale? Exakt! Ein Abschluss, der einen Höhepunkt von monumentalem Ausmaß erfordert. Ein Höhepunkt von monumentalem Ausmaß. Emmy! Ich bin schon hier, Herr Professor. Als Sie gerufen haben, bin ich sofort gekommen. Dann habe ich mich auf den Weg zu Ihnen gemacht. Zu guter Letzt wird der Frieden in der Stadt wiederhergestellt. Das Endszenario ist nahe. Ja, das haben schon einige gesagt. Oh, und dann kam ein dunkles Zeitalter der deutschen Geschichte. Die Identität der großen Hexe. Meint ihr etwa... Veganer! Genau. Die große Hexe Veganer. Wer auch sonst. Ja, jetzt auf einmal geht's wieder zurück zu ihr, Es stimmt, dass mich die Leute aus der Stadt anders betrachten. Und der Grund dafür ist, dass ich Veganer bin. Dass ich die Tochter des Schöpfers bin. Oh mein Gott, da tun sich ja Abgründe auf. Du bist... Was? Ich hab's so erwartet. Ich hab mich drauf gefreut, jetzt als es kam. Ja, ich auch. Sophie!
Du bist die Tochter des Schöpfers? Das hätte ich nicht erwartet. Also so, dass er in sich hineinmurmelt, würde ich meinen. Ja, das weiß ich auch. Als ich das erste Mal hinunter in die Stadt ging, waren alle freundlich zu mir.